Alter, wie die auch weggesmashed werden. So. Krasser Shit. Die fliegen schon ziemlich weit weg, das muss ich schon sagen. Das finde ich irgendwie mega witzig. Huch. So. Na, endlich kann ich mal hier einen rohen Hühnerbollen mitnehmen. Der andere ist doch hier runtergefallen, oder? Ja. So, gibt's hier irgendwas Schönes zu gucken? Ach, da ist das Schiff. Na, sieh mal einer an. Ein Gürteltier. Sowas lobe ich mir, Gürteltier. Gold. Ein Bett, schwerer Goldsack. Rum. Ich glaube, er hat wohl jemand sein Lager aufgeschlagen, aber hat es wohl nicht lange überlebt. Und hier oben ist sein Grab. Vielleicht ist es das Grab von dem, der da unten ist. Das Grab können wir aber nicht lesen, ne? Da steht bloß Rip. Rip steht da drauf, falls ihr es lesen konntet. Ich muss mich übrigens entschuldigen für die letzten zwei Folgen. Die habe ich aus Versehen in 720p gemacht. Ich habe mich doch dafür entschieden, das jetzt doch wieder in Full HD zu machen. Weil die Grafik ist dann halt einfach besser. Scheiße. Ach. Na. Ich bin beeindruckt. So. Ich hoffe, man hört das Mausklicken nicht. Okay, das ist der Strand vom Fischerdorf. Da habe ich noch eine Beere übersehen, das geht ja gar nicht. Hübsche Beeren. So. Da steht doch jemand. Wer bist denn du, Kollege? Cisco. Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht. Nein, ich beraube keine Toten. Naja, ab und zu habe ich auch mal ein Grab geplündert. Naja, ab und zu habe ich auch mal ein Grab geplündert. Siehst du? Und du hattest sicher deine Gründe. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Du kommst gar nicht von Kalador? Nein, ich bin Wächter aus Taranis. Ist mir egal, wer du bist, du lässt die Finger von den Gräbern. Wegen mir kannst du alles nehmen, was du findest. Wegen mir kannst du alles nehmen, was du findest. Ich sehe, wir verstehen uns. Ich werde mich dann mal nach weiteren Gräbern umsehen. Halt, nicht das da. Was weißt du über die Magier? Sie beherrschen die stärkste Form der Magie in unseren Sphären. Stärker als dieser Voodoo-Hokuspokus. Und mächtiger als Runen. Und natürlich sind da noch wir Wächter. Wenn es einen Weg gibt, eines Tages die Titanen zu bezwingen, werden die Magier ihn sicher finden. Wenn du wahre Magie lernen willst, solltest du dich uns anschließen und nach Taranis gehen. Okay, die Wächter sind also die Magier, die Dämonenjäger sind sowas wie die Ordenskrieger aus Risen 1 und dann gibt's noch was. Mal gucken, was kannst du mir denn überhaupt verkaufen? Kannst du mir was verkaufen? Nein, ich habe nicht genug Sachen gefunden, um zu handeln. Ärgerlich. Gut, dann gucken wir nochmal hier unten am Strand. Ob wir denn hier irgendwo was holen können. Unterhalb der Zitadelle, hat er gemeint. Schildkröte! Rohes Fleisch. Lecker. Also hier soll sich der Typ aufgehalten haben, das... Warte mal, ich gucke erstmal kurz auf der Karte. Halt. Ach, hätte ich auch da runtergehen können. Naja, jetzt schwimmen wir halt mal eine Runde. Ich meine, wenn das schon mal geht, schwimmen, dann kann man das ja auch mal ausnutzen. Alter, ist das ein Monster? Nee, das sind Fässer im Wasser. Ich dachte schon.
Nein, Termiten! Scheiße! Was? Wer bist du? Der hat uns geholfen? Ente. Wer ist das denn? Burks Abbild. Okay. Ich speichere da lieber mal vorher ab, weil der sieht mir jetzt nicht gerade sehr geheuer aus. Hey, Burke! Endlich! Ein Mensch! Du musst mir helfen! Du kannst sprechen, dir helfen. Dir helfen? Komme ich dafür nicht ein bisschen spät? Klemm dir deine Sprüche. Die Sache ist ernst. Ich bin Burke, einer der Dämonenjäger. Leider ist bei meinem letzten Experiment etwas mächtig in die Hose gegangen. Das sehe ich. Ja, aber noch ist nicht alles verloren. Ich kann die Umwandlung in dieses Ding wieder rückgängig machen. Okay. Erzähl mir von deinem Experiment. Pass auf. Seit ich den Dämonenjägern beigetreten bin, hat mich eine Frage ganz besonders beschäftigt. Was wäre, wenn der Mensch den Tod nicht mehr zu fürchten braucht? Ohne die Angst wären wir eine Gemeinschaft von furchtlosen Kriegern, die jedem Feind überlegen ist. Also habe ich einen Weg gesucht, verstorbenen Körpern wieder Leben einzuhauchen. Ach was. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Ja, denkst du, ich habe mir das so vorgestellt. Ich will meinen Körper zurück. Hätte ich bloß die Finger von diesem Zauber gelassen. Meinen Geist in diese Knochen wandern zu lassen, war jedenfalls nicht der Plan. Sieht so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Gut erkannt. In diesem Zustand zur Zitadelle zurückzukehren, ist keine gute Idee. Meine Waffenbrüder würden sofort ihre Klinge ziehen und auf mich losgehen. Es sei denn, du begleitest mich und passt auf, dass keiner auf dumme Gedanken kommt. Das ist alles? Wenn's weiter nichts ist. Naja, eine Kleinigkeit wäre da noch. Um meinen Geist zurück in meinen Körper zu schicken, brauche ich die Zauberformel. Aber wenn ich richtig liege, hält mein Gegenstück sie sicher nicht mehr in den Händen. Wir müssen uns also in der Zitadelle umhören, ob sie jemand an sich genommen hat. Okay, ich werde dich zur Zitadelle begleiten, aber vorher werde ich nochmal schnell abspeichern. Denn das könnte eventuell prickelnd werden. Liegt hier sonst noch irgendwie was rum? Eine Muschel vielleicht? Muschel? Nö, keine Muschel. Ich werde dich zur Zitadelle begleiten. Gut, dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Geh einfach voran, ich folge dir. Jawohl, Burks Abbild schließt sich dir an. Dann bringen wir ihn doch mal zur Zitadelle. Haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Vermutlich nicht. Spinnen. Scheiße Insekten. So, was hat ihr denn dabei? Ein Spinnenbein und eine Sichel. Auge. Oh, das wollte ich schon immer dabei haben. Ich wollte schon immer ein Spinnenauge in der Tasche haben. Angriff! Scheiße. Ach, verdammt. Na, komm her. Gut, dass es so. Tot ist. Und dort hinten habe ich noch so eine fette. Das Mistvieh schnapp ich mir. Wer ist jetzt der stärkere? Scheiß Krabbelviecher. So, bevor wir zu dieser fetten Spinne da hinten gehen, werde ich nochmal vorher abspeichern. Tut mir leid, wenn wir so oft speichern. Das Mistvieh schnapp ich mir. Oh, du Scheiße, das ist so eine. Und ausholen und. Nur tote Spinnen sind gute Spinnen. Ja, das hat ja ganz gut funktioniert.
Wir haben jetzt nicht so viel Schaden genommen. Also alleine hätte ich die bestimmt nicht geschafft. Eine Feuerblume hat sie bewacht. Und Gold. Noch mehr Gold. Ja, das war's dann aber auch schon. Naja. Halt, hier geht's hier vielleicht noch irgendwo hin? Hier kann man doch bestimmt nicht umsonst langlaufen, oder? Ach, sieh mal an, zwei Brüste. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, das sieht irgendwie so gestellt aus. Na komm, nimm doch alles mit hier. Gut. Ja, das war's dann hier aber auch. Okay. Der Edward schafft's nicht hier, über so einen kleinen Huckel drüber zu laufen. Ach, das ist so ein Depp. Ich hoffe, wir kriegen einen Dämonenjäger als Begleiter, weil der Edward, der geht ja gar nicht. Alter, hier ist doch irgendwo ein Monster. Ich höre das doch. Naja, egal. Gehen wir weiter zur Zitadelle. War das jetzt da? War das jetzt da oder da? Ich glaube hier. Was ist denn das andere? Bin ich von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen, okay. Gut. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Zauberformel? Versuch's bei Berg. Ich bin der Falsche für so einen Hokuspokus. Er glaubt aber, dass einer von euch die Formel hat. Ach, dann soll er herkommen und es mir selber ins Gesicht sagen. Ich bin doch schon da. Das Ding kann sprechen. Wahnsinn. Ja, hast du nicht gehört? Ich bin es, Burke. Sag mal, wo hast du den Knochenhaufen aufgegabelt? Ich kauf ihn dir ab. Ach, lass uns weitersuchen. Bei ihm finden wir die Zauberformel nie. Hey, sag deinem neuen Freund, er soll mal ein bisschen auf die Ernährung achten. Hat ja kaum Fleisch auf den Knochen. Wow, bist du witzig. Burke sucht seine Zauberformel. Was? Der kann doch kaum gerade stehen. Wie soll er dann in der Lage sein, etwas zu suchen? Und bevor er weitere Dummheiten anstellt, solltest du ihn zu mir bringen. Dann unterhalten wir uns über diese Zauberformel. Wegen der Zauberformel? Was zum Gürger? Ich habe mich schon gewundert, warum ein Skelett dir folgt. Aber jetzt spricht es auch noch. Beseitigen wir es. Das ist kein Skelett, lass die Waffe stecken. Das ist kein Skelett. Junge, hältst du mich für bescheuert? Natürlich ist das ein Skelett. Es ist nicht das, wonach es aussieht. So? Burke hat mit einer Zauberformel herumexperimentiert und das ist dabei rausgekommen. Du meinst, das Ding da ist, ne? Richtig. Und er braucht deine Hilfe. Na schön. Vielleicht kann ich ihm wirklich helfen. Also, hast du die Formel? Das wird auch Zeit. Das wird auch Zeit. Langsam, Junge. Noch ist die Sache nicht ausgestanden. Also passt genau auf. Ich habe gesehen, dass Connor einen Fetzen Papier in der Hand hatte. Vielleicht hat er, was ihr sucht. Ansonsten könnte Henrik auch noch eine Anlaufstelle sein. Wenn nicht, tja, dann heißt es wohl Abschied nehmen. Connor. Wer war Connor? War das hier der... War das der Typ? Connor! Hallo? Warte mal, was war denn da unten? Naja, egal. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Dann solltest du besser die Magier aufsuchen. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Meine Interessen liegen woanders. Ich traue ihm zwar nicht, aber wir sollten uns weiter umhören. Interessanter Begleiter, den du da hast. Der würde mir eine hübsche Summe einbringen. Vergiss es.
Drake sagt, du hast Burkes Zauberformel. Drake sagt, du hast Burkes Zauberformel. Verdammt. Vor dir kann man auch nichts geheim halten. Na schön, ich habe tatsächlich eine Zauberformel gefunden. Dann rück sie raus. Ich muss sie haben. Du kannst deiner Kreatur sagen, dass ich meine Geschäfte ausschließlich mit Menschen abwickel. Ich bin keine Kreatur. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Wenn du mir 300 Goldstücke gibst, will ich dir geben, was ich habe. Ist das dein Ernst? Connor will 300 Goldstücke für die Zauberformel. Das sieht diesem alten Halsabschneider ähnlich. Geh einfach zu meinem Körper und nimm dir das Gold aus der Tasche. Du sollst ja nicht meinen Mist ausbaden müssen. Ja, das ist doch nett, dann mache ich das doch. Ich meine, wenn er mir das erlaubt, dass ich mir das Gold aus seiner Tasche holen kann, dann mache ich das doch gerne. Lalalalalala. Vielleicht kriegt man dann noch eine Belohnung. Burke! Burke! Verdammt, bin ich wirklich so bescheuert? Wir sollten uns wirklich beeilen. Ja, ja. Dankeschön. Burke! 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 Ach, schön. Burke! Hab kein Hirn. So. Connor, ich hab 300 Gold. Hier hast du das Gold für die Formel. Dann sollst du sie haben. Hier, nimm. Jo, danke, tschüss. Hier ist deine Formel. Gut. Dann bleibt nur noch eines zu tun. Wenn ich die Formel spreche und nicht in meinen Körper zurückkehre, gib ihm den Rest. Ja, werde ich machen. Mach ich. Danke. Ich nehme es dir nicht übel. Na, dann wollen wir mal. Immatura morte opetere. Okay, gucken wir mal. Oh, was ist das denn? So. Wie sieht's aus, Burke? Endlich habe ich meinen Körper wieder. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Dafür sollst du einen Batzen Goldstücke kriegen. Dankeschön. Vermisst du deine Knochengestalt? Vermisst du deine Knochengestalt? Nicht im geringsten. Ich sag dir, Skelett sein hat nur Nachteile. Das Betrinken macht keinen Spaß mehr und so ein feines Stück gebratenes Fleisch geht dir auch am Arsch vorbei. Und mit den Frauen ist natürlich auch Essig, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Woher hattest du das Skelett für dein Experiment? Es gibt für alles einen Ort. Man muss nur wissen, wo man graben muss. Und in meinem Fall lag die Lösung direkt am Fuß der Zitadelle. Der Friedhof. Also wenn du Bedarf hast, schnapp dir einfach eine Schaufel und fang an zu buddeln. Jo. Connor nehme ich mir nochmal zur Brust. Okay, hätten wir das erledigt. Das ist doch schon mal schön. Haben wir schon mal eine Quest hier erledigt. Können wir Drake jetzt vielleicht noch Bescheid sagen, dass Burke wieder normal geworden ist? Nö. Interessiert ihn Scheißdreck? Dann gehen wir. Wie sieht's denn aus? Wir können wieder was skillen. Und dann gehe ich doch mal... ich würde ja Härte jetzt eigentlich ganz gerne. Ist so ein Schutz gegen Waffen und Magie. Machen wir mal das so. List brauchen wir nicht, obwohl kritische Trefferchance 15%. Schaden Wolf durch Pistolen und Armbrüsten. Das macht aber nicht die Muskete. Jawohl, übernehmen. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 2370. Wir sind immer noch missmutig. Und wir gucken mal kurz ins Logbuch. Was haben wir denn jetzt? Fette Beute. Sisko will auf Kalador fette Beute machen und plündert alle Gräber. Brief für Harry. Der Schatz der Verlobungsring. Der Schatz am Strand von Kalador. Gucken wir doch mal, wo soll das sein? Natürlich. Natürlich, natürlich. Andere Quest. Fette Beute.
Dort hinten ist er. Ach, da ist der Friedhof. Okay, dann gehen wir doch mal zum Friedhof. Trotzdem, ich muss jetzt trotzdem gerade nochmal das alte Wissen. Das Grimoire. Es sollte sich in der Burgruine im Westen von Kalador befinden. Okay. Ja, automatisch speichern kann man schon mal machen. Gut, dann gehen wir doch mal hier nach rechts. Mal gucken, wo es uns denn dorthin führt. Auf jeden Fall schon mal zu einer Windmühle. Truthahn! Dankeschön. Guten Tag, die Herren. Ich verstehe die Bauern nicht. Sie sollten lieber zu den Waffen greifen. Und wenn sie keine Waffen führen können? Dann sollten sie es lernen. Jetzt jammer nicht so rum. Hey, Ernesto. Wenn du Arbeit suchst, muss ich dich enttäuschen. Ich habe kein Gold, um noch jemanden zu bezahlen. Außer du willst umsonst arbeiten. Nein. Vergiss es. Das habe ich mir gedacht. Es ist sowieso egal. Wir haben gar nicht genug zu tun für noch einen Knecht. Du bist hier der Chef? Gut erkannt. Der Hof gehört mir. Aber wenn das so weitergeht... Ich überlege ernsthaft, ob ich diesen verfluchten Hof nicht einfach verlasse. Klingt, als gibt es hier Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Die Schatten und diese komischen Höhlen, von denen man überall hört. Und alles hat angefangen, nachdem mir mein Kerzenständer gestohlen wurde. Entschuldigung. Ich habe gerade verstanden, nachdem ihm sein Ständer gestohlen wurde. Dein Kerzenständer ist schuld daran? Ich weiß, wie das klingt, aber ich bin mir sicher, diesen Kerzenständer hat der Vater meines Großvaters damals von einer Reise mitgebracht. Mein Vater hat unser Familienwappen in ihn hineingraviert. Er war aus purem Gold. Er sagte immer, solange wir diesen Kerzenständer haben, kann uns nichts passieren. Und ich habe ihn mir stehlen lassen. Kurz darauf ist hier die Hölle losgebrochen. Wer hat denn deinen Kerzenständer gestohlen? Wer hat deinen Kerzenständer gestohlen? Das weiß ich nicht, aber ich habe einen Verdacht. Mira, meine Magd, sagt, sie hätte in dieser Nacht Nikodim hinterm Haus herumschleichen sehen. Wenn du ihn suchen willst, solltest du mit den beiden mal reden. Mir erzählen die eh nicht die Wahrheit. Vertrauen ist wohl nicht deine Stärke. Weißt du, ich bin schon alt. Lange werde ich wohl nicht mehr unter uns weilen. Und da ich keine Kinder habe, naja, irgendwer muss den Hof ja mal übernehmen. Eigentlich hatte ich immer Nikodim als meinen Nachfolger im Sinne. Aber in letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher. Alter, du hast doch nicht mal graue Haare, da wirst du jetzt bestimmt in der nächsten Zeit abkratzen. Ich finde deinen Kerzenständer. Das ist wirklich nett von dir. Am besten fängst du deine Suche bei meinen Leuten hier an. Frag sie einfach mal. Vielleicht erzählen sie dir mehr als mir. Werde ich tun. Wenn du ihn tatsächlich findest, werde ich dich natürlich angemessen entlohnen. Dann hört dieser Spuk mit den Schatten hoffentlich bald auf. Wir werden sehen. Der rechtmäßige Nachfolger. Truthahn. Der rechtmäßige Nachfolger ist ein Truthahn. Das ist die Mira. Ja, mein Nikodim. Huh! Dagobert? Mit 100 Gold? Ach krass, wie witzig ist das denn? Jo, jetzt hack mal weiter. So, hat er nicht gesehen? Ach, jetzt habe ich Dagobert umgebracht. Hier, tausche den Job. Wir sollten jemanden in der Zelle nach deinem Großonkel Randall fragen. Wir sollten jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel Randall fragen. Ich will mir erst das Land meiner Vorfahren im Südwesten anschauen. Führe mich dorthin und ich werde dir sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, okay, meine Güte, du bist ganz schön anstrengend, du blöder Penner. So, wir gucken uns natürlich hier hinten erstmal um. Wir haben mal so eine kleine Aussichtsplattform. Ja, ganz schön hier. Eine Feuerblume. Dann reden wir doch mal hier mit Nikodim. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin
Naja, ich weiß schon. Du bist derjenige, dessen Boot am Horizont zu sehen ist, oder? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Ich suche Arbeit. Ich hab nichts für dich. Aber sprich doch mal mit Ernesto. Ich glaub allerdings nicht, dass er sich noch einen Knecht leisten kann. Andererseits, ich habe vielleicht doch Arbeit für dich. Das war ja klar. Was hast du für mich zu tun? Irgendjemand hat vom Hofherrn Ernesto einen wertvollen, handgravierten Kerzenständer gestohlen. Und alle verdächtigen jetzt mich. Ich habe ihn aber nicht. Natürlich hast du ihn nicht. Wieso sollte ich dir glauben? Das ist ja mein Problem. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann dir nur erzählen, was ich auch allen anderen erzählt habe. Ich gebe zu, es sieht auch sehr danach aus, als hätte ich ihn geklaut. In der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, habe ich ein Geräusch gehört. Also bin ich zu dem kleinen Vordach vors Haus gegangen, um nachzusehen. Aber ich konnte nichts finden. Gerade als ich wieder hineingehen wollte, hat Mira die Magd mich gesehen. Tja, und darum glauben alle, ich hätte ihn geklaut und nachts irgendwo vergraben. Was machst du hier auf dem Hof? Ich bin der Knecht von Ernesto. Ich bin für die Mühle und alle anderen körperlichen Arbeiten hier zuständig. Okay, ich werde den wahren Dieb finden. Ich werde den wahren Dieb finden. Auch wenn du es sein solltest. Aber ich bin es nicht. Bitte streng dich an. Meine Zukunft hängt davon ab. Sprich mal mit den anderen. Vielleicht kannst du sie ja einfach überzeugen, dass ich es nicht war. Und schau mal vor dem Haus bei dem Wagen nach. Dort hatte ich die Geräusche gehört. Natürlich, natürlich. Total. So. Wo ist denn die Mira hin? Die ist verschwunden. Truthahn! Ja, tut mir leid, wenn mir die ganzen Truthähne hier umbringen. Ich schleiche mich mal hier rein, dann nehme ich doch mal hier diesen Teleportstein und mache die Truhe auf. So. Schrotpistole, Schnaps, Jadestein, Papageifut, Blutrausch. Alles mitnehmen. Schön. Okay, aber wo ist denn jetzt... Ach, die ist bestimmt ins Haus rein. Roher Hühnerbollen, rohes Fleisch. Machen wir uns mal wieder ein bisschen Proviant. Alter, 100 Proviant. So, die hat mich nicht gesehen. Silberne Karaffe. Geschichten aus Antigua. Tirimias stellte unangenehme Fragen und wusste immer mehr als alle anderen. Eines Tages bekam er den Auftrag, das große Tor auf Kila zu inspizieren. Dort wurde ihm sein Monokel von einem Piraten gestohlen. Damit schien er fortan nicht nur seinen Weitblick, sondern auch seine Sprache verloren zu haben.